Schweriner Schloss in Flammen? Mitnichten. Im Rahmen des Schlossfestes wurde das Wahrzeichen Schwerins aufwendig illuminiert. Saint Elumier. Farbenprächtig mit unterschiedlichsten Kompositionen. Am Freitag und Samstagabend wollten sich das viele Schweriner nicht entgehen lassen. Ursprünglich stammt diese Art Spektakel aus Frankreich. Erstmalig wurde 1952 das Château de Chambord an der Loire im Ton und Licht inszeniert.